Dann begrüße ich euch herzlich zur Pressekonferenz nach dem ersten Spieltag 60 München gegen Waldhof Mannheim. Endstand vor 15.000 im ausverkauften Grünwalder Stadion 2:0. Rüdiger Rehm und Maurizio Jacobacci begrüße ich neben mir. Und unserem Gast darf ich die ersten Worte zum Spiel geben. Ja, zunächst mal Glückwunsch an die Löwen zum 2:0-Sieg, zum guten Saisonstart. Zum Spiel selber glaube ich, dass heute vieles ein bisschen gegen uns gelaufen ist mit dem Traumtor, was natürlich nach 12 Minuten den Löwen in die Karten gespielt hat. Ich glaube, dass am Anfang beide Mannschaften ein bisschen unruhig waren. Ja, natürlich erstes Spiel, das ist immer so ein bisschen, muss man schauen, wie man reinkommt. Ich glaube, dass wir nach dem Rückstand eine gute Reaktion gezeigt haben, gut drin waren, aber eben auch so in die letzte Konsequenz in Richtung Tor, ja, die letzten Abschluss, denn nicht den Ball nicht richtig getroffen, dann die Flanke vielleicht einen Tick zu weit, ja, die Freistoßsituation, die Eckballsituation, die wir hatten, nicht perfekt gespielt. Die 60er hatten über die rechte Seite ein, zwei gute Flankenläufe, die wir dann in der Mitte sehr, sehr gut verteidigt haben. Aber im Großen und Ganzen war ich eigentlich mit der Art und Weise der ersten Halbzeit zufrieden mit dem Spiel. Ich fand, dass wir gut drin waren, dass wir eine gute Anlage hatten, aber eben die Effektivität nach vorne nicht so hatten und eben auch nicht das Quäntchen Glück mit diesem abgefälschten Schuss, der war auf Seiten der Löwen. Dann ging es in die zweite Hälfte wieder, kamen wir ganz gut rein, haben eigentlich wieder diese Druckphase entwickelt. Sind dann in der Pressing-Situation 2-1, Starke löst sich da sehr, sehr gut raus, führt den Konter durch. Du läufst im Endeffekt dann in der 55. oder 56. Minute in diesen Konter rein, den die Löwen super ausspielen. Ja, wir vielleicht hätten noch ein bisschen länger fallen sollen. Ja, das sind dann immer die Entscheidungen, die getroffen werden. Und dann steht es 0-2 und dann war es natürlich sehr, sehr schwierig, hier nochmal zurückzukommen. Die Mannschaft hat alles versucht. Ja, wir haben ein bisschen mehr riskiert noch oder noch mehr riskiert. Dadurch gab es noch mehr Räume für die Löwen und dann hätte sicherlich auch das dritte Tor fallen können. Ja, und summa summarum müssen wir schauen, dass wir uns offensiv steigern und defensiv diese ein, zwei Kleinigkeiten, die wir bis zum 2-0 gemacht haben, versuchen abzustellen. Oder die werden ja auch nicht jede Woche, so ein Traumtor wird nicht jede Woche passieren. Und das müssen wir jetzt natürlich abschütteln und aus den Knochen kriegen. Und dann werden wir gucken, wie es nächste Woche in die Pokalwoche geht. Danke. Dankeschön. Mauri, erstes Heimspiel, erster Sieg. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, schöne Sache natürlich. Es ist viel gesagt worden jetzt schon. Ist natürlich schon so, dass wir das Glück hatten, natürlich 1-0 in Führung zu gehen mit einem fantastischen Schuss von Starke, der sich zu Herzen genommen hat, auch aus der Halbdistanz eben zu schießen. Das ist das, was ich ihm auf den Weg gegeben habe, auch anderen Spielern. Sie sollen aufs Tor schießen. Wenn man nicht aufs Tor schießt, kann man keine Tore machen. Und er hat sich wirklich dieses Tor natürlich schon verdient, hat natürlich auch von der Leistung her eine fantastische Leistung abgeliefert, wie alle anderen auch. Wir sind natürlich dann in eine gewisse Druckphase reingeschlittert, wo Waldhof Mannheim natürlich sehr präsent war, haben uns in Schwierigkeiten gebracht mit der Dreieraufbau von hinten, haben diese Seite, wo der Ball war, überlagert und hatten uns schon in Bedrängnis gebracht, was wir dann eben in der zweiten Halbzeit, auf die zweite Halbzeit auch korrigiert haben, besser gespielt haben defensiv. Und nicht mehr eben diese Schnittstellenpässe zugelassen haben, die dann immer wieder gefährlich waren. Und ist klar, dass Starke natürlich großes Risiko eingegangen ist, wo er sich dann rausgelöst hat gegen zwei Leute. Das war dann eben der Unterschied, was er gemacht hat, dann eben diese Aktion zu starten mit Albi, der natürlich dann auch einen fantastischen Schnittstellenpass gespielt hat auf Gutau, der in die Tiefe gespielt wurde und dann natürlich auf Lucky gespielt hat, der dann praktisch das leere Tor gemacht hat, auf das leere Tor das Tor gemacht hat. Klar ist, nach dem 2:0 haben wir eigentlich sehr gut verwaltet, haben alles wegverteidigt, was man wegverteidigen musste. Auch am Schluss benötigte es eben den Kopfball von Tim Klose, wie auch diesen von Tarsis Bonga. Und ich bin natürlich wahnsinnig froh, dass wir 1:0 gespielt haben, was sehr, sehr wichtig war. Und zwei natürlich auch diese Mannschaftsleistung, weil es brauchte eine wirklich sehr gute Mannschaftsleistung, um gegen diesen Gegner zu bestehen, weil dieser Gegner hat wirklich sehr gute Qualitäten, hat sie auch auf den Platz gebracht und hat uns eben auch in Schwierigkeiten gebracht, durchstehende Bälle, auch durch die Aktionen, die sie hatten.
Aber die Null steht und gegen Waldhof Mannheim zu Null zu spielen, das heißt schon etwas. Ja? Das heißt schon etwas. Und das war eine große Mannschaftsleistung von 1860 München. Darum sehr, sehr glücklich für diesen Sieg. Auch natürlich für all das, was natürlich im Vorfeld gesprochen wurde, ein wenig Pessimismus da war. Wir haben jetzt einen kleinen Schritt gemacht, müssen demütig bleiben und weiterhin arbeiten. Wir haben 2 Wochen Zeit jetzt, um uns auf das nächste Spiel gegen Duisburg vorzubereiten. Und diese Zeit ist natürlich top für uns, auch weil eben die Spieler, die zu uns gestoßen sind, tropfenweise eben zu uns gestoßen sind und nicht jeder auf dem Top-Level ist. Aber man hat heute auch schon gesehen, dass die Mannschaft doch auf einem guten Level physisch ist. Danke dir. Dann beginnt Uldi Kellner die Fragerunde. Was hat den Ausschlag gegeben, dass Sie am Ende dann doch den Quadwo in die Innenverteidigung gestellt haben und nicht den Niki Lang, der in der Vorbereitung die meiste Zeit neben Verlat verteidigte? Ja, ganz, ganz sicher seine Erfahrung, die Erfahrung, die er mitbrachte und seine Grundschnelligkeit, seine natürlich Zweikampfstärke auch, die auch Lang hat, ganz klar. Aber er ist Linksfüßer und das war sicher auch ausschlaggebend, wieso ich mich auf ihn gestützt habe, weil das Spiel hinten raus natürlich auch sehr, sehr wichtig war und vor allem eben als eine Halbposition mit dem linken Fuß, die Diagonalbälle über die andere Seite zu spielen, war sicher ausschlaggebend am Schluss. Wieso habe ich mich für den Quadwo entschieden heute? Oliver Griss. Herr Kovacci, war das heute die richtige Antwort von Finn Lagmacher? Wenige Minuten im Spiel und sofort ein Tor gemacht. Wollten Sie ihn genau damit vielleicht auch kitzeln, so in den letzten Wochen? Nein, Kitzen, wir wissen schon, was wir an Lackenmacher haben. Auch deswegen haben wir mit ihm den Vertrag verlängern wollen. Für mich entscheidend ist, dass er sich weiterentwickelt und auch entscheidend ist, dass er weiß, was er zu tun hat noch. Und das ist nicht wenig, aber er hat eigentlich eine physische Präsenz, die er einfach ausspielen muss mit diesem Körper, den er hat. Und er ist ein wirklich sehr guter Stürmer, der einfach für die Sache leben muss. Und das ist entscheidend. Nochmal Oliver. Sie haben die geschlossene Mannschaftsleistung angesprochen, aber besonders herausgeragt ist aus meiner Sicht heute auch die Viererkette, ja, die ja wirklich alles wegverteidigt hat. Auch, ihr habt eigentlich relativ wenig Torschancen zugelassen. Und die Faktoren waren auch die beiden Außenverteidiger mit Greilinger und auch mit Kurt. Sehen Sie das ähnlich? Ja, absolut. Also die Vierabwehrkette hat eine sehr, sehr gute Block-Teamleistung gebracht. Also der Greili hat von mir aus das beste Spiel unter meiner Gilde gemacht heute. Er hat schon gezeigt, dass er gewisse heute Qualitäten mitbringt, die Gier, die Aggressivität, auch das Luftduell hat er nicht immer verloren, also er hat schon Luftduelle gewonnen auch heute und er war schon ein wichtiger Teil heute, aber auch der Kurt hat seine Seite sehr gut abgedeckt und klar, wir haben uns ganz, ganz wenige Fehler erlaubt heute hinten, was sehr, sehr wichtig war, auch Spiel hinten raus und das gibt mir eben dann auch recht, wenn wir konzentriert und einfach spielen, können wir schon defensiv sehr solid auch stehen und das ist enorm wichtig. Gut, dann sehe ich keine Fragen mehr. Dann sage ich vielen Dank, wünsche euch guten Nachhauseweg, viel Erfolg und uns allen schönes Wochenende. Danke. Danke.